Kuck, kuck und willkommen, willkommen, verehrte Herrschaften. Jetzt, wie versprochen, aufgesessen und abgedüst Richtung Cheerleader. Und wenn uns ein interessantes Haus über den Weg läuft, kann man ja mal reingucken. Und vielleicht findet man ja einen neuen Händler. Ah, die Autos nehme ich mit, ja. Für Schibberit. Sieht gut aus. Soweit, ja. Grafiktechnisch. Ich weiß nicht, was das da in der letzten Session war. Gut, jetzt ruckelt's. Weil das alles so beschissen ausgesehen hat. Und die Grafik war so... Weiß ich nicht. So. Rundgelutscht. Was verbirgt sich da unten? Im Kämmerlein? Wir werden es erkunden. Mist. Fressen. Ah, Gläschen nehme ich mit. Sonst nix. Also nicht viel passiert, bis ich zum Hobbit gelaufen bin. Hä? Aha. Ich habe nur einen dicken Biker umgehauen. Mit dem Knüppel. Okay. Ist auf dem Dächelchen was? Ne? Heizung. Dran denken, Heizung mitnehmen. Oh, Bücherregal. Nadel und Faden. Ich kann gut aussehende Schuhe. Ja. Nur darum geht es ja hier in dem Spiel. Ach, wieder mein Glück. Gut, paar Lappen. Mhm. Das hätte ich jetzt auch gesagt. Oh, die dicke Mutti. Hey, Baby. Mein Leben mit 300 Kilo. Oh, das ist schön. Oh, das ist geil. Und was haben wir hier? Kaninchenzeit. Ach, ja. Naja, mit der Schrotze. Ja, ist Quatsch. So, jetzt ist es mir nicht passiert. Nix. Hat sich gelohnt. Heizung. Mal gucken, was hier oben abgeht. Mhm. Schauen Sie mal. Material ist kaputt. Na, na. Oh ja. Tschüss. War der tot? Wo ist er denn hin? Nix. Eine Waschmaschine. Und dahinter ist auch noch was. Müffscher Rucksack und eine Suppe und gefütterte Beinchen. Ich habe mich gerade mit der Suppe selber gefüttert. Brauche ich die nicht. Okay. Hat schon mal besser funktioniert mit der Keule. Was ist denn hier los? Ich bin's doch nur, euer Onkel. Zu ist die Tür. Die auch. Die auch. Also.
So, nochmal hier gucken. Gammelwasser. Das ist ganz nett. Sind die denn unten? Hey, Typen, ey! Ah, hier waren wir schon mal. Yeah, Baby! Müll, 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 Granate. Haben wir auch schon mal. Sind wir von oben gekommen. Okay. Dann geht schon was los. In der Bude. Na, schaffst es. Guckst du, ne? So, ja. Kurz und schmerzvoll. Oh! Airdrop? Habe ich den jetzt mal nicht geholt? Schön! Ass rein! Oh. Ja, Seven Days to Die Feeling fühlt sich gut an. Und noch eine Heizung. Hier vorne noch eine Heizung. Ich hätte hier einen hingemacht als Monteur. Sanitäre Anlagen, Heizungsbau, Klima- und Schwimmbadtechnik. Ja, richtig. Ja, das hier, das will ich jetzt nicht. Ich will jetzt kein Dünnpfiff kriegen. Jetzt nicht, später schon. Für die Figur. So. Ach, da fällt mir ein, ich bin ja gar nicht nach unten gegangen in dieser komischen Garage. Garage. Das ist ein Autoschuppen. Aber vielleicht komme ich ja hier sowieso raus. Das ist es nicht. Unter uns steht jemand. Dicker. Oh, hier ist ja ganz schön was los. Und die Frames. Frames brechen schon rein. Und ein Level. Hier. Auf was wollte ich denn gehen? Wo wusste ich es noch? Mechaniker, das, ja, Wissenschaft. Ja, Sprit machen. Und eine Chemiestation basteln. So, was ist denn hier schon wieder los? Schöne Munition und eine Auflage für einen Pfeil. Das bringt bestimmt ein paar Schäkel. Das will ich nicht. Das ist besser als das. Ah ja, hier habe ich gefunden. Irgendwann mal. Rapper Ryan. Weg damit. So. Da lädt man schneller nach. So, tragen. Weg, weg. Weiter. Müll. Schweinefraßkiste. Schweinefraß, Schweinefraß. Und
ab auf die geile Couch. Also ich lade nichts nebenbei hoch. Ich verstehe nicht, warum hier schon wieder alles ruckelt. Ja. Ach, ich gehe mal hier auf. Ja, das könnte ich gehen, aber mache ich nicht. Wo war denn das? Maschinengewehrschütze. Dann mehr Schaden, schneller laden, AK. Und hier geht es bestimmt in diese Garage, in die sagenumwobene. So. Kurz ausladen. Weg damit. Das kommt da rein. Das nehme ich mit. Das. Beaker. Ja, einfach alles. Außer, nee, ja doch. So, kurz noch hier drüben. Und dann geht's zum Cheerleadern. Moin. Geil, das habe ich auch noch nie gesehen. Schön. Mal keine gewischt gekriegt. Gehen wir schon weg. Bier! Wasser! Fressen! Da ist der geile Scheiß. Kann man das? Kann man nicht. So. Nee. Okay. Rapper Ryan. Und bitte dahin. Sehr gut. Sehr geil. Es geht vorwärts. 200%. Ich bin total heiß. Ich weiß nicht, ob ihr das gemerkt habt, dass ich gerade Spaß habe. Ja, und das nehmen wir noch mit. Schlückchen Kaffee. Weg. Nee, das nicht. Das kann so weg. Weg. Und eine Tür. Nee, doch nicht. Wasser. Ach, sein. Weiter geht's. Airdrop. Walter, was redest du da für ein Blech? Was hat dein scheiß Vietnam damit zu tun? Ich rede davon, dass man endlich mal einen Strich ziehen soll. Aber diesen Strich darfst du niemals... Ach, und noch was tut. China, Mann, ist nicht der politisch korrekte Terminus. Amerikaner asiatischer Abstammung. Was ist das? Oh, kranke Schwester, noch eine. Noch eine Quest. Ja, Hundefutter. Also, es riecht immer sehr gut, Hunde- und Katzenfutter, aber es schmeckt einfach nach nichts. Also, wer es schon mal versucht hat, kann man zur Not essen, aber es schmeckt einfach nicht. Ist nicht gewürzt. Ist es... Oh, ich fahr total ab noch, Händler! Und es ruckelt. Geil. Na? Oh ja, die Kohle ran. Und was war es noch? Irgendwas zum Verscherbeln? Das. Der Mist.
Der Quark. Und Schockstabteile, richtig. Die Wrench. Hinein! Ah, warte mal. Kann ich ihn an seinen eigenen Mist verkaufen? Zack. Kettensägenbuch. Das raschelt doch schon wieder. Oh yeah. Oh, Schnapsrezept habe ich gesehen. Braun. Ja. So, was färbt man mal braun? Das. Braunes Höschen. Sieht überhaupt nicht so aus, aber so. Das weg. Kaffee. Kaffeepulver. Kaffeegetränk. Trunk. 3 Meter Entfernung haben wir. Oh, Zerstückelung. Zerstückelung ist immer gut. Kuchen. Warum ist das so dunkel hier? Da oben ist nichts. Mensch. Der geht ja noch. Die ist kaputt. Oil Shale, okay. Oh yeah. Schönes Geräusch. Okay. Mal gucken, ob es hier Energie gibt. Energie in der Flasche und eine Schatzkarte. Und die haben wir aber schon, aber dann konsumieren wir die später. Oh, ich habe was im Auge. Was habe ich denn im Auge? Ach, mein Finger. Gelbes Coupé. Verscherbeln, verscherbeln, verscherbeln. Aha. Oh, Kätzchen. Zerstört. Das heißt Motor und Mine. So, Energie? Nix Energie. Hey Baby, heißen Kerl. Wir nehmen vergrabene Vorräte. Ja, Tito. Weg, weg, Mine. Bringt nicht viel. Das kannst du haben. Den Mist, den Mist, den Quatsch. Die Dinger. So, hast was Schönes. Basie 1. Hopfensamen. Was kann ich selber... Glas mit Honig. Ist das Stein? Habe ich das Ding schon? Nie. Dann ran. Keine Energy. Ja, gut, Tag 16. Komme ich nicht ran. Habe ich gerade verkauft, die Dinger. Naja. So, jetzt zum eigentlichen Plan. Weg, 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 weg. Das kommt da rein. Verändern.
Eisen und Stein. So, das kann man immer noch später. Später war besser, weil Sand ist nicht so. Nackedei! Ich sage nichts. So, das kommt da raus, das kommt da rein. Mumpeln mit Mine weg. Okay. So, jetzt gehen wir schon wieder umnageln. Na, Gas! Oh, hä? Im Wasser oder wie? Was ist das für ein Quatsch? So ein Blödsinn. So, haben sie wieder nicht mitgedacht. Tatsächlich im Wasser. So ein Blödsinn. Ich habe einen Kojot gehört. Und da. Okay, der geht auf die. Ja. Geht auf die Tanten. Oder geht er auf mich? So, haben wir's jetzt. Rede mit Händler. Nee, jetzt noch nicht. Quatsch. Und ich hole mir mit meinem geilen Messer. Hund. Wie in China. Noch ein Hund. Das war der, den ich gehört habe. Komm ran. Oh, ah. Nonchalant in den Rücken geschossen. So, ich muss mal kurz den Balkon aufmachen, damit das kleine Tierchen hier Luft kriegt. Catboy. Was ist mit dir? Astrein, geil. Und mir ist warm. Rohre. Rohre kann ich mir selber machen. Und ich werde jetzt mal hier den Quatsch da rausnehmen. Wo ist es? Dass mir nicht kalt wird, das. So. Nächste Mission. Wo ist die nahegelegenste vergrabene Vorräte? Nehmen wir. Draußen mähen sie schon. Frühling hat gerade erst angefangen und da muss ja gleich alles wieder vernichtet werden. Okay, jetzt mal da rum. Ach gut, okay, ist verbranntes Gebiet. Ich habe gedacht, das ist hier Arschlochgebiet mit Minen und Bomben und Zeug. Ja, wo soll denn das sein? Sag mal, Wenne, tut das nur, dass das Moped so laut ist? Och, immer ist was mit die schrottige Moped, kauf dich mal ein Fahrrad. Das konnte ich mir damals so nicht erlauben. Egger, das ist schon los mit dem Laster.
Mal in die Umgebung horchen. Und da haben wir's. Oh ja, schön. Kartoffel. So. Ich bin sturzbetrunken. Scheiße. Oh. Oh Mann. Wie viele sind's? Wie viele Zombies halte ich hoch? Oh, das ist immer noch nicht passiert. Im Spiel. Aber Übung macht den Meister. Ich scheine damit umgehen zu können. Wie im richtigen Leben. So, besoffen aufs Moped. Das ist aber... zurück zum Händler. Jetzt war ich was vom... vor das Bäumchen gegurkt. Wie lange? Noch 2 Sekunden bin ich. Und vom Baum. Ich habe gedacht, ich fahre in der Mitte durch, zwischen den Zweien. Ah... gut, cool, hat sich gelohnt. Gas! So, wollen wir mal die Schätze abgeben, unsere Cheerleader-Mission abgeben und die fette Beute. Habe ich mal ein Level oder so? Nee. So, Geld habe ich. Und haufenweise Mist. Hab ich auch noch Platz? Ja, ein bisschen. Thank you, Sir. Und ein Beaker. Das Glas kriegst du, den Schnaps. Wasser. Den Mist. Hier, das. Ich werde es nicht benutzen. So, und... ja. Great doing business with you. Ja. Come back and tell your friends. Mach ich. Ich hab keine. Vergraben Schätze. God bless you. Machen wir aber nicht jetzt. Jetzt heißt es... Regenbogensteine finden. Erstmal gucken, was ich hier noch entladen kann. Ne, Beaker, ja. Geld. Die Nägel brauchen wir nicht. Was brauchen wir noch nicht? Den Mist. So, das kommt weg. Eine Ranch. So viele Ranches? Nein, brauche ich nicht. Knöchelchen, Leder, eine Trompete aus Gold. So, jetzt heißt es Steinchen suchen. Das ist Nitrat. Das ist auch Nitrat. Da lag eine Tasche. Peter Maffay. Und ja, ihr könnt mir dann in die Kommentare schreiben. Ey, du bist da schon vorbeigefahren. Nix. Komm. Hier. Links. Mhm. So. So tun und so tun. Süppchen. Und weg sein. Und jetzt das. Das ist Ölschiefer. Mhm.
tun. Ich kann jetzt nicht. So, Ruhe. Wo war das hier? So, oben dicht, damit mir hier genau auf der Luke fällt. Ja, liebe Leute, ich werde jetzt hier orgern, bis der Sprit alle ist und dann melde ich mich wieder. Gehabt euch wohl. Trinkt einen schönen Kaffee, esst was Leckeres, trinkt Wasser und vielleicht ein saures Gürkchen für die Elektrolyte. Bis später, verehrte Herrschaften. Ciao.